grüße euch, liebe Erdenmenschen. Wie wundervoll, heute hier zu sein mit euch in dieser Co-Kreation. Wir sind sehr dankbar für euer Zusammenkommen heute hier in dieser Lokalisation, in dieser, wenn ihr so wollt, Großstadt, in Österreich, für uns sozusagen aus dieser Perspektive durch diesen Kanal eine neue Erfahrung. Und wir lieben neue Erfahrungen, wir lieben Entdeckungsreisen, wir sind eine neugierige Spezie. Und ich, Markus Samu, LLI, demnach natürlich ebenso. Wir haben sozusagen, wenn wir so wollen, für eure Zeitrechnung, die ihr benutzt, um diesen Moment sozusagen als 2019 zu zählen, etwas auf unserem Radar sozusagen, was sehr interessant für euch sein könnte. Somit ist nun sozusagen die Schicht, die euch so lange in totaler Isolation, wenn ihr so wollt, gehalten hat, nun so dünn geworden, dass immer mehr durchsackert, durchfließt, sozusagen nicht nur von uns, den Yael, sondern von vielen Wesen, Sternen, Völkern, wenn ihr so wollt, aber auch feinstofflichen Wesen. Und somit wird euer Bereich, euer Bewusstseinsfeld, das ihr mit der Erde verknüpfen könnt, sozusagen als euren Heimatort, immer sozusagen offener für Besuch jeglicher Art. Und da ihr es geschafft habt, sozusagen eure Schwingung unglaublich anzuheben, euren Frequenzbereich zu verschieben im Spektrum des unendlichen Seins, seid ihr nun in der Lage, immer mehr wahrzunehmen von für euch vielleicht noch etwas komischen Energien, verrückten Wesen, Erfahrungen, die für eure fünf Sinne vielleicht etwas merkwürdig sind, ein Geräusch, das ihr auf einmal wahrnehmt, was gar nicht wahrnehmbar sein dürfte für euren Verstand, ein Lichtblitz, irgendeine Erfahrung, eine außergewöhnliche Erfahrung, die immer offensichtlicher wird in eurem sozusagen Alltagsbewusstsein, wenn ihr so wollt. So sind wir sehr dankbar dafür, dass wir nun sozusagen zusammen und mit uns zusammen diesen Raum hier kreiert für eine bestimmte Zeit auf eurem Planeten, in eurem Bewusstseinsgefüge, in dem wir zusammenkommen können, uns austauschen können. Und dies ist natürlich eine der Arten, wie ihr nun anfangt, euch immer mehr zu öffnen für dieserlei Erfahrungen. Und wir, die Yael, sind unglaublich begeistert sozusagen an einem, wenn ihr so wollt, erst Kontakt mit eurer Spezie. Dabei gibt es aus einer anderen Perspektive bereits jetzt Kontakt. Es gibt Wesen auf eurem Planeten im Hier und Jetzt bereits präsent, physisch und feinstofflich sozusagen. Allerdings das Szenario, die Geschichte eines Erstkontaktes ist natürlich sehr viel aufregender, spannender. Und so benutzen wir auch gerne sozusagen dieses Wort, diese Idee. Und
diese Veranstaltung heute hier ist für uns ein sehr großer Schritt in eure Richtung und ein sehr großer Schritt aus unserer Perspektive von euch in unsere Richtung. Dies kann natürlich für den einen oder anderen, die ein oder andere hier noch etwas sehr verrückt klingen. Allerdings aus unserer Perspektive, aus meiner, von mir, Markus Samu, LLI, sehen wir ganz klar diesen Fortschritt. Diese zwei Energiestrahlen, wenn ihr so wollt, die immer schneller aufeinander zuströmen, sich verbinden wollen. Und wir begrüßen euch unglaublich gerne, sozusagen wieder zurück in eine Welt, in ein Dasein, das für uns sehr normal ist, von sehr vielen intelligenten Lebewesen sozusagen, auch sehr vielen anderen Menschen, wenn ihr so wollt, auf anderen Planeten, in anderen Zuständen. Und nicht nur Menschen sozusagen, die verrücktesten Wesen, die ihr euch mit eurer Fantasie vorstellen könnt, tatsächlich am Leben, so wie ihr in der Existenz. Ein unglaublich vielfältiges Universum, das ihr bewohnt, das ihr teilt sozusagen. Und so kann dies, wenn ihr dies so wollt, da ihr immer freien Willen habt, eine Realität werden in eurer aktuellen Lebzeit, wenn ihr das so wollt. Und so kann jeder von euch, jede von euch dazu beitragen und von uns erzählen, von mir erzählen, wenn ihr das wünscht. Und ihr habt den Schlüssel sozusagen für die Beschleunigung. Ihr könnt sagen, nein, das wollen wir erstmal nicht. Und wir wollen das nochmal überdenken. Oder ihr könnt euch trauen und rein spüren, wie realistisch ist dieser Moment gerade jetzt. Spricht da tatsächlich dieser außerirdische Markus zu uns? Oder ist dieser Kanal, dieses Wesen einfach nur völlig verrückt? Spürt in euch hinein jetzt. Könnte dies sein? Oder nicht? Und wir garantieren euch aus unserer Perspektive, wir kommen aus Liebe sozusagen, als Familie, als Erinnerung, wenn ihr so wollt. Und auch wenn dieser Prozess eventuell für eure Psyche zunächst einmal etwas belastend sein kann, so empfehlen wir euch, immer wieder weiter zu forschen, weiter zu suchen, Gedanken euch zu malen, über uns, über das Leben selbst und für euch selber zu entscheiden, ohne eine externe Quelle, wie mich selbst, wie irgendjemand anders auf eurem Planeten, um eure Entscheidung zu treffen. Hört in euch rein. Und so würden wir sehr gerne diesen Moment nutzen, und diesen Ausflug sozusagen gerade für euch sozusagen nochmal inne zu kehren. Und ihr dürft euch verhalten, wie ihr es wünscht. Und dies sind nun lediglich Empfehlungen von mir, Markus Samu, LLI, an euch. Auf eine kleine Reise zu gehen in euer Innerstes. So bitten wir euch, schließt eure Augen in diesem Hier und Jetzt, macht es euch bequem. Ihr müsst dafür keine perfekte Haltung einnehmen, wie es manchmal sozusagen vorgeschlagen wird. Nur wenn ihr in diesem Schneidersitz sitzt, dann könnt ihr euch nur verbinden. Macht es euch bequem, streckt eure Beine aus oder auch nicht. Ihr könnt dabei stehen, liegen, machen, was ihr wollt, bewegen oder still sitzen. Allerdings empfehlen wir euch, wie gesagt, kommt zur Ruhe, wie auch immer ihr das am besten tut. Und nun könnt ihr zu
euch selber sozusagen sprechen in eurem Inneren. Und wenn ihr übereinstimmt sozusagen, fragt nach einer Öffnung eures Wesens. So könnt ihr sagen, höheres Selbst, öffne mich. Und kommt immer mehr in dieses Hier und Jetzt, in diese Co-Kreation von uns und euch, in diese gemeinsam kreierte Bewusstseinsblase, in dieses Feld. Und lasst euren Atem sozusagen frei fließen ein und aus, wenn ihr wollt. Und dies angenehm erscheint, versucht ihn etwas zu verlangsamen, etwas tiefer einzuatmen. Und ihr dürft dabei auch ruhig etwas lauter sein. Tiefe Atemzüge. Und ein Atemzug sozusagen nach außen. Entspannen. Die Spannung raus durch den Atem. Und nun, wenn ihr wünscht, könnt ihr versuchen, mal zu spüren, wo ist denn eure Grenze in diesem Zustand gerade? Ist es tatsächlich eure Haut? Wo seid ihr jetzt gerade? Und so könnt ihr anfangen zu spüren, dass ihr tatsächlich gerade ein Kollektiv seid. Und dass wir zusammen gerade ein Kollektiv sind. Von Bewusstsein. Und so erlaubt ihr es sozusagen gerade, dass dieses Wesen zu euch spricht, dieser Kanal, dieser Körper, der temporär sozusagen freigegeben ist. Und ihr kreiert alle diesen Moment zusammen und wir kreieren ihn zusammen. So bringt ihr alle gerade diese Stimme zum Vorschein, sozusagen. Und ihr erlaubt euch, mit uns Kontakt aufzunehmen, in dieser Art und Weise, wie es gerade geschieht. Allerdings wollen wir noch einmal betonen, ihr könnt dies auch in euch selber. Und genau in dieser Energie, die ihr gerade spürt, ist dies sehr effektiv. In der Ruhe. Mit dem Atem. So kommunizieren wir sehr gerne durch die Ruhe, durch das Herz, durch die Emotion, anstatt so viel zu überlegen, sozusagen. Und wenn ihr dieses Gefühl, das ihr nun spürt, für euch selber herstellen könnt, könnt ihr euch sicher sein, dass wir nicht weit entfernt sind. Und hier habt ihr auch in diesem Sinne, ohne diesen Kanal, die Möglichkeit mit mir, mit Markus Samuel Eli zu kommunizieren, vielleicht mit einem anderen Jael. So gibt es sehr viele Jael gerade, die liebend gerne mit euch kommunizieren wollen. Und dies auf eine sehr spielvolle Weise. So fühlt ihr vielleicht etwas an eurer Haut irgendwo, ein Streicheln vielleicht. Und so könnt ihr beginnen, euch zu fragen, wo dies nun herkommt.
Wir haben unzählige, fast unzählige Möglichkeiten, auf uns aufmerksam zu machen. Aber wir würden niemals sozusagen eingreifen in euer Wesen. Und so brauchen wir eure Erlaubnis sozusagen, um mehr auf uns aufmerksam zu machen. So bitten wir euch nun noch einmal bewusst zu machen, dass genau dieser Moment, was ihr nun spürt, immer zu jeder Zeit für euch vorhanden ist und dass ihr in diesem Moment, in dieser Ruhe, in dieser Kraft unglaublich viel bewirken könnt. So ermutigen wir euch auch immer wieder loszulassen. Und genau in so Momenten wie nun könnt ihr unglaublich kreativ werden, zum Beispiel. Unglaublich viel Selbstvertrauen gewinnen. Unglaublich viel Gewissheit gewinnen. Da ihr nun sozusagen mit euch selber seid, in eurem Inneren. Und hier könnt ihr sehr schnell herausfinden, was für euch sozusagen wahr ist und was nicht. Somit noch ein letztes Mal von uns eine Empfehlung. Atmet diesen Frieden, diese tolle Energie, dieses Licht in diesem tollen Raum hier ein, so tief ihr nur könnt. Und atmet alles, von dem ihr euch vielleicht, wenn ihr gerade ein Einfall ablösen wollt, aus und lasst es gehen. Lasst es sich auflösen in diesem Raum. Was gerade hier entsteht, ist für uns, Diriel, immer unglaublich schön zu beobachten, zu sehen und zu spüren. Und nun könnt ihr sehr gerne wieder in eurem Tempo sozusagen diese Barriere suchen zwischen euch und diesem Raum, eure Grenzen, wenn ihr so wollt, ziehen. Ihr könnt aber auch hier bleiben, so verbunden und wieder mehr zu euch sozusagen, wenn ihr so wollt, finden, zu eurem Körper, eure Finger vielleicht mehr spüren, eure Füße eventuell, euren Körper und könnt dann auch in eurer Geschwindigkeit die Augen öffnen und eine, wenn ihr so wollt, andere Position einnehmen. Vielen Dank von uns an euch, an dieser Teilnahme, Partizipation, an dieser kleinen Ausflug sozusagen. Und als Gegenleistung, wenn ihr so wollt, stehe ich nun zur Verfügung für eventuelle Fragen oder auch ein Teilen von einer Erfahrung, die eventuell gerade stattgefunden hat oder letzte Woche oder irgendwann mal in eurem Leben. Hallo Markus. Hallo, ich grüße dich.
Mich würde interessieren, wo du dich gerade aufhältst, auch mit deinem Schiff. Mit wem spreche ich? Ich vermute, mit Gerhard ist dies richtig. Ja. Ich, Markus Samu LLI, bin natürlich teilweise gerade hier bei euch, allerdings natürlich auch nicht physisch in meinem Körper, allerdings energetisch schon sehr präsent hier. Wir nennen nun bewusst keine Zahlen. Allerdings kann ich euch schon sehr gut wahrnehmen und habe tatsächlich einen größeren Anteil meines Wahrnehmensvermögen hier gerade bei euch. Allerdings gleichzeitig ist ein weiterer Teil auf meinem Schiff, dieses sich nun immer mehr manifestiert und stationiert in eurem deutschen Raum, in dem deutschen Raum, in dem europäischen Raum. Und ein weiterer Teil, wenn ihr so wollt, ist zu Hause auf unserem Planeten. Somit bin ich gerade an sehr sozusagen familiären Plätzen und habe keine meiner Aufmerksamkeiten intensiviert gerichtet auf eine Entdeckung eines anderen Planeten oder einer anderen Zivilisation. Und so sind viele Jael sehr präsent in dieser Zeit, mit ihrem Fokus sozusagen sehr nah, sehr dicht an der Erde und sehr nah an euch. Es wird sozusagen immer spannender für uns hier zu sein, live und direkt sozusagen. Wenn ihr uns genetisch so nahe seid, könnt ihr euch dann auch physisch hier manifestieren? Wir haben uns bereits physisch, wenn ihr so wollt, hier manifestiert auf der Erde. Noch nicht ein Großteil unserer Spezie, allerdings schon mehrere hundert Jael mittlerweile. So gibt es sehr bekannte, wenn ihr so wollt, Jael für euch, von denen alle schon nun hier auf der Erde sozusagen einen Fußabdruck hinterlassen haben. Und immer mehr Jael, wenn ihr so wollt, trauen sich hier zu manifestieren. Dies sind Bereiche, die, wenn ihr, wie ihr sagen würdet, sehr abseits liegen. Und wir haben auch tatsächlich schon Kontakt aufgenommen, physisch, mit ein paar wenigen Erdenmenschen. Ich lade euch ein, den Lichtanker zu kommen. Sehr gerne nehmen wir dieses Angebot an. Wir können euch auch was Gutes zum Essen machen und also wir sind sehr gastfreundschaftlich, damit ihr euch auch wohlfühlt. Vielen Dank. Allerdings sind wir zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage zu essen, sozusagen, eure Kost. Aha. Vielleicht würde ein Smoothie funktionieren. Allerdings in einer unglaublich kleinen Dosis. Ihr könnt verstehen, wir haben sozusagen ein anderes internes System und es ist uns nicht möglich, zu diesem Zeitpunkt
das Essen sozusagen etwas verdichtet aus unserem Körper zu drücken. Wir sind nur in der Lage, Nahrung, wie ihr sie kennt, über die Haut wieder nach außen zu bringen. Somit musst du dir keine Gedanken machen über diese Art von Gastfreundschaft. Dennoch vielen Dank. An was wir tatsächlich sehr interessiert sind, ist eure Kleidung auszuprobieren, uns zu verkleiden. Sehr, sehr gerne, ich habe ganz viel im Raum daneben. Wundervoll. Da können wir irgendetwas tun, um diese Begegnung irgendwie zu ermöglichen? Spezifisch hier in diesem Raum. Wir können auch woanders hinkommen. Wir sind halt nicht so weit von Wien entfernt. Wir haben tatsächlich in eurem sehr dichten Europa sozusagen es noch nicht in diesem Sinne geschafft, uns physisch komplett in unserem Körper zu manifestieren. Das verstehe ich. Eine große Herausforderung, sozusagen bis hierher zu kommen. Sehr dichte Energie noch in diesem Sinne, wie durch einen Schlamm sozusagen, vielleicht aus eurer Perspektive, 10 Meter sich durch einen Schlamm zu graben und dabei nicht zu ersticken, sozusagen. So habe ich bereits einmal erwähnt, dass es mir persönlich, Markus, sehr schwierig zum Beispiel fällt, überhaupt Sauerstoff aufzunehmen auf eurem Planeten. Was wäre ein Beispiel für einen Ort, an dem es euch gelungen ist? Ein konkreter Ort. Es gibt mittlerweile mehrere Kontinente, wenn ihr so wollt. Nicht nur einen. Und ein Großteil sozusagen von uns manifestiert sich sehr gerne im südamerikanischen Raum. In Wäldern, wenn ihr so wollt. Sehr angenehm für uns. Frischer sozusagen, hohe Qualität an Sauerstoff. Und auch die ein oder andere Insel, wenn ihr so wollt, in der es kein menschliches, erdenmenschliches Leben gibt. Aber auch im asiatischen Raum. Und ihr werdet selbst spüren lernen, wo diese Orte dann tatsächlich und spezifischer sind und würden euch gerne auch diese Reise so überlassen und euch selber sozusagen auf die Reise gehen lassen und euch keine genau detaillierte Schatzkarte zu überlassen. Wir selbst lieben Überraschungen und wir lieben es zu spielen. Und so wird es sehr schwierig sein, aus uns eine konkrete Lokalisation rauszukitzeln.
aber es ist nicht unmöglich. Allerdings belasse ich es nun bei dieser Information. Ich möchte kurz eine Erfahrung teilen, die ich heuer gemacht habe. Ich war in Kolumbien, in der Sierra Nevada, bei den Kogi-Indianern und konnte für einen Moment tatsächlich diesen Schlamm an energetischer Dichte in Europa sehen. Ich habe jetzt die Frage, was können wir tun, um diese Dichte etwas aufzulockern und klarer zu machen? Ein Beispiel dafür ist, diese Dichte auch nicht allzu ernst zu nehmen. Ihr könnt verstehen, dass ihr tatsächlich in eurem Kern multidimensionale, unzerstörbare, wenn ihr so wollt, Wesen seid. Und wie wir es eben getan haben, euch zu entspannen, euch nicht so sehr zu belasten mit diesen Ideen. Durch die Entspannung sozusagen wieder mehr zuzulassen, wie die Dinge sind und sie nicht so sehr verändern zu wollen. Das Paradox dabei ist, dass ihr genau dann die Ideen findet und die Inspirationen, die euch dann tatsächlich physisch auch das umsetzen lassen, um, wenn ihr so wollt, diesen Schwamm wieder aufzuweichen. Ihr könnt auch verstehen, dass es tatsächlich Wesen gibt, unsere Freunde, wenn ihr so wollt, die diesen Schlamm innerhalb weniger Sekunden komplett auflösen könnten. Dies ist allerdings nicht Sinn der Sache, sozusagen. Somit könnt ihr euch beruhigen, dass dies keine unmögliche Aufgabe ist, auch nicht für euch, sozusagen. Und mit Vertrauen und, wie erwähnt, der Entspannung kommen garantiert die richtigen Ideen zu euch. Ohne dass wir, wie eben erwähnt, euch sozusagen eine Bedienungsanleitung geben müssen. Ihr könnt, wie eben erwähnt, durch euer internes System immer wieder und werdet lernen, sehr genau zu spüren, wann Dinge und Sachverhalte tatsächlich sinnvoll sind und funktionieren und wann nicht. Und ihr habt auch jetzt, auch hier in Europa, noch sehr wundervolle Gebiete, an die ihr gehen könnt und, wenn ihr so wollt, euch aufladen könnt. Die Mutter Erde, wenn ihr so wollt, weiß genau, was sie tut. Und so gibt es auch hier sozusagen genügend Quellen für euch. Und wir können euch empfehlen, geht an diese Orte, und lauft barfuß zum Beispiel über die Mutter Erde, verbindet euch, umarmt, so blöd es vielleicht klingt, einen Baum für 5 Minuten. Spürt dort hinein. Und allein dadurch gebt ihr so viel Energie an die Mutter, an die Bäume, Aufmerksamkeit, dass dieser Baum tatsächlich schneller wachsen kann, wieder, wenn ihr so wollt, sich erholen kann, wenn ihr so wollt. Verbindet euch bewusst mit dem Wasser. Reinigt es in euren Gedanken. Mit Liebe, wenn ihr so wollt. Die sind natürlich für euch schwierig umsetzbare Gedanken, Begriffe. Klingt vielleicht alles wie Magie oder Hokuspokus. Allerdings habt ihr tatsächlich diese Möglichkeiten eingebaut in eurem Wesen. Einzig und allein durch die Emotionen, durch die Liebe, euch zu heilen und den Planeten zu heilen. Es muss nicht so kompliziert sein. Da tatsächlich alles, was kreiert wird von Mutter Erde, von diesem Planeten, von Gaia, wenn ihr so wollt, mit einem Bewusstsein, mit einem Kommunikationsapparat, wenn ihr so wollt, so könnt ihr tatsächlich mit einem Baum sprechen, mit einem Tier sprechen, telepathisch. Und allein dadurch bekommt sozusagen eure Natur wieder viel mehr Lust zu wachsen, zu blühen.
auf zu blühen. Lieber Markus. Hallo, ich grüße dich. Ich bin so aufgeregt. Bin so neugierig. Und ich möchte was teilen. Kannst du uns noch deinen Namen verraten? Ja, ich bin die Tina. Hallo, Tina. Wunderschön, dass du hier bist. Vielen Dank. Danke dir. Ich habe eine Erfahrung, die ich gerne teilen möchte, die für mich auch sehr viele Fragen aufwirft. Vor circa einem Monat habe ich einen intensiven Traum gehabt. Da bin ich aufgewacht im Traum und neben mir lag ein Wesen, das halb so groß war wie ich. Violett, rosa, Fleischfarben, ähnlich wie ich, aber ganz anders. Und wir haben nicht geredet, aber sie war einfach da und ich war überfordert. Ich habe fast geschrien vor Angst oder ich weiß nicht, was ich tun soll, und sie war einfach da. Aber ich wusste, dass sie von Yael ist. Also sie hat mir das irgendwie gesagt, aber nicht verbal. Also wir haben Geräusche gemacht, das war ganz, ganz komisch und verrückt. Und ein paar Wochen später, nach diesem Traum, habe ich aus der Entspannung angefangen zu zeichnen, habe ich gemalt und sind bei mir auch Töne gekommen und mir eine Nachricht gegeben, so, was soll ich jetzt wissen? Ich soll wissen, ich soll keine Angst haben. Das ist das Einzige, was ich gerade an einer Information brauche, dass ich keine Angst haben brauche vor einem Wesen, was ich nicht kenne oder verrückt empfinde, weil es anders ausschaut als ich, kleiner als ich ist. Oder ja, ich habe das Gefühl, sie ist ganz jung, sie ist vielleicht so alt wie ich oder ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich sie nennen kann, ob sie einen Namen hat. Das frage ich dich. Oder wie ich das rausfinden kann. Oder wie das ist bei euch. Wie gebt ihr euch einen Namen? Gebt ihr euch den selber oder bekommt ihr den? Frequenz. Jauai. Das war Jauai. Was du aus diesem Wortlaut kreieren willst, ist dir überlassen. So haben wir angefangen, tatsächlich durch den Kontakt mit euch uns Erdennamen zu geben. Und dies ist sehr amüsant für uns. So gibt es Ideen von Namen, Wunschvorstellungen. Allerdings ist dies ein Prozess, den wir zusammen gestalten. Wenn sich ein Yael sozusagen dann bei euch vorstellt, in zum Beispiel dieser Art und Weise, so könnt ihr zusammen einen Namen kreieren. Jumari. Wunderschön. Sehr spannende Erfahrung aus deiner Perspektive. So haben wir lustigerweise erwähnt, dass die Yael nun sehr viel Interesse haben, dass die Schicht immer dünner wird. Und so habt ihr alle die Möglichkeit, nun solche Erfahrungen zu machen. Und wenn ihr diese Erfahrungen gemacht habt und macht, wird es immer schwieriger für euch, unsere Existenz, wenn ihr so wollt, zu leugnen. Vielen Dank für das Teilen, Tina. Hast du eine weitere Frage diesbezüglich? Ja, das heißt, dein Name zum Beispiel, Markus Samuel LLI, du heißt anders in deiner Yael-Zivilisation. Genau.
Und was, für was steht das LLI zum Beispiel? Ist das ein Nachname? L sozusagen, wenn ihr so wollt, war ich so unglaublich kreativ. Und da ihr einen Nachnamen habt, habe ich mir auch einen Nachnamen gegeben. Okay. Und wie ihr diesen Nachnamen mit eurer Familie sozusagen verbindet, habe ich auch diesen Nachnamen, wenn ihr so wollt, mit meiner Familie verbunden. Somit steht ein L für mich, Markus, das andere L für meinen Bruder Rudolf. Und das I verrate ich noch nicht. Hast du auch eine Schwester? Samuel L.I. Na gut. Ihr habt es durchschaut. Das I steht für meine Schwester. L, R, I, sie. Lustig. Markus, Samuel, er und sie. Und wofür steht Jael? Oder hat das eine Bedeutung, wir sagen etymologisch, also vom Wortinhalt, von den Buchstaben? Oder war das ganz kreativ gewesen? Ebenso gibt es dazu eine Geschichte. Es ist ein neuerer Name für unsere Spezie. Wir hatten in unserer Vergangenheit eine andere Bezeichnung. Wir haben noch weitere Namen, so wie ihr zum Beispiel eure Erde unterschiedlich betitelt, aus unterschiedlichen Kontexten. So gibt es auch für unsere Spezie noch mehrere Wortlaute. Und übersetzt sozusagen für die menschliche Sprache, den menschlichen Wortlaut, das Alphabet, fanden wir Jael sozusagen am passendsten. Und diese Worte bedeuten auch tatsächlich was in unserer Sprache. Allerdings wollen wir nicht das nächste Geheimnis auch noch lüften heute hier. Na gut. Ein Wort für unseren Planeten, um ihn zu bezeichnen, ist Ja. Und damit belasse ich es nun. Vielen Dank für deine Frage und das Teilen deiner Erfahrung. Ich habe auch eine Frage. Warum vielleicht wir Menschen tendieren dazu in der Früh, also nachdem wir eine Weile geschlafen haben, in der Früh am meisten zu träumen, oder dann erinnern wir uns am meisten in den Träumen? Und die Frage? Warum das so ist? Dies ist wie so vieles
in eurem faszinierenden Erdenmensch-Dasein lediglich eine Möglichkeit, mit Träumen umzugehen. Mhm. Ihr könnt verstehen, dass es ganz konkrete physische Instrumente schon gibt, wie ein Traumtagebuch, mit dem ihr euch dann auch sozusagen zum Beispiel in der Mitte eines Tages sehr stark an Träume erinnern könnt. Allerdings habt ihr euch darauf geeinigt, wenn ihr so wollt, Träume sehr schnell wieder zu vergessen, um in einer, wie ihr sie kreiert habt, Isolation zu leben. Somit sind Träume eines der einfachsten Portale, sozusagen euch daran zu erinnern, dass ihr nicht nur physische Körper seid, sondern so viel mehr. Ja, nämlich diesen Traum, den ich hatte, der war für mich ja schon ein Traum, aber ich war so präsent in dem Traum. Ihr seid sehr präsent in euren Träumen, sozusagen. Ihr geht jede Nacht auf Reisen. Ihr seid sogar jetzt gerade am Reisen mit Aspekten eurer selbst, mit eurem multidimensionalen Dasein. Und diese Realitäten sind genauso real, mindestens genauso real wie diese im Hier und Jetzt, die ihr hier physisch kreiert. Und je mehr ihr dies versteht und integriert und zulässt, desto mehr könnt ihr sozusagen Bewusstsein erlangen, auch in einem Traumzustand. So gibt es den Begriff auf eurem Planeten des luziden Träumens. Und sehr viele eurer Künstler sozusagen haben angegeben, dass sie ihre Kunst in einem luziden Traum gelernt haben und überhaupt nicht hier physisch auf der Erde. Zum Beispiel Klavier spielen. So könnt ihr auch, jeder von euch, jede von euch, mit dem luziden Traum anfreunden und dort volles Bewusstsein erlangen und dort die unglaublichsten Dinge erleben. Genauso intensiv, wie ihr sie hier in eurem alltagsphysischen Bewusstsein erlebt. Dies ist gar nicht so weit weg, so kompliziert. Wie groß sind eure Familien in der Welt? Wir haben, also in unserem Menschendasein haben wir manchmal ein Kind in Profilfamilie bis zu 6 Kinder oder mehr. Wie pflegt ihr das zurzeit? Äußerst selten kommt es bei uns vor, eine Familie mit 6 und aufwärts Kinder zu haben. Sehr normal ist 2 bis 3 momentan, da wir langsam sozusagen expandieren, unsere Spezies vergrößern. Allerdings gibt es Familien, die eine höhere Anzahl von Kindern sozusagen bekommen. Allerdings sehr schnell verlässt in der Regel ein Kind, wenn ihr so wollt, das Zuhause. So sind oft Kinder ab 2 Jahren schon bei anderen Familien aufgehoben und wandern auch herum und bis zum Lebensalter von circa 4, 5 ist es normal, dass ein Kind bereits bei 2, 3, 4 Familien gewohnt hat. Und ab diesem Alter, auch circa von 6, 7, ist es, wenn ihr so wollt, erwachsen und kann selbstständig entscheiden und leben. Und geht sogar schon auf Reisen zu anderen Planeten. Und oft sind diese Kinder auch längere Zeit unterwegs, mehrere Jahre bis zu Jahrzehnten. Allerdings sind wir ständig in Kontakt. Sozusagen haben wir die Fähigkeit, telepathisch zu kommunizieren über unendliche Distanz. Wir brauchen dafür kein Mobilfunktelefon. Und so sind
diese Kinder auf Reisen, allerdings ständig in Kontakt mit ihrer Heimatwelt, mit uns, mit den Eltern und mit unserer Zivilisation. Und ab wann ist man in der Zivilisation erwachsen quasi, kein Kind mehr? Ab welchem Alter? Ab diesem erwähnten Zeitraum. 6, 7, 8 Jahre. Es gibt tatsächlich ein Ereignis zu dieser Zeit auch, in dem wir wahrnehmen, wie eine Energie sozusagen den physischen Körper verlässt. Vielleicht könntet ihr sagen, wie eine Art Feuerwerk aus eurer Perspektive. Sehr deutlich sichtbar, wann ein Wesen in unserer Zivilisation diesen Übergang macht. Sehr deutlich für uns dann auch erkennbar, wenn ihr so wollt, in der Aura dieses Wesens. Und ich bin so neugierig, pflanzt ihr euch sofort wie wir? Wir auch. Ja? Wir sind auch sehr neugierig, allerdings, wie war die Frage? Pflanzt ihr euch so wie wir fort? Ähnlich. Sehr wohl. Ja. Es kommt sozusagen zum physischen Austausch, zu einer Verbindung der physischen Körper. Und sozusagen für diesen Akt verändern wir etwas, wie ihr sagen würdet, den Genitalbereich sozusagen kommt lediglich, wenn ihr so wollt, für diesen Akt etwas. Was zum Vorschein, wenn ihr so wollt. Mhm. Ansonsten ist es sehr schwierig, in dieser Region etwas wahrzunehmen, sozusagen. Mhm. Allerdings in dem erwähnten Akt des Zeugen von Nachkommen kommt es ebenso zu einem Eindringen, wenn ihr so wollt, vom männlichen Teil in das Weibliche. Mhm. Sehr ähnlich wie bei euch noch. Was heißt dieses noch? Es gibt Zivilisationen, die uns sehr ähnlich sind, die bereits anders Nachkommen kreieren. In einer Art Blase, die kreiert wird zwischen ihnen. Und alles andere als weniger intensiv von der Gefühlswelt. In der dann sozusagen der Nachwuchs groß wird und heranreift. Eine, wenn ihr so wollt, externe Mutterblase. Ja, vielen Dank für die Information. Bitte schön, sehr gerne. Vielen Dank für deine Fragen. Markus? Hallo, ich grüße dich! Aldo. Hallo. Ich bin auch der Markus. Oh, hallo Markus. Ich habe eine Frage. Kennst du eine Zivilisation, die auf der Erde ist, die in kürzester Zeit ihr Aussehen verändert? In der Idee, in dem Englischen, in der englischen Bezeichnung eines Shapeshifters. Mhm. Wir kennen nicht nur eine Spezie, die dazu in der Lage ist. Würdest du gerne über eine bestimmte reden, die dir in den Sinn kommt, oder diese Frage generell belassen? Mich würde es nur interessieren, ob ihr wisst, ob es die Spezies schon auf dieser Erde gibt. Ist egal, welche Spezies das ist. Ihr könnt sehr einfach verstehen, dass eine Spezies, die als Elemente bezeichnen könnte, diese Eigenschaften hat. So gibt es Wesen, die ihr vielleicht, wenn ihr so wollt, als Orbs zum Beispiel bezeichnen könntet, auch
die Idee sozusagen eines Engels auf einem sehr feinstofflichen Bereich ist nicht tatsächlich ein physischer Körper mit Flügeln, sondern eine Energie, die jegliche Form annehmen kann, die bei euch dann übersetzt wird als eine Art Engel. So gibt es die Elementals, wenn ihr so wollt, die diese Eigenschaft sehr gut beherrscht. Ebenso gibt es sozusagen Arten von den sogenannten Sasquatch, die eine Formwechsel-Eigenschaft mit sich bringt. Danke. Bitteschön. Hallo. Einen Moment, bitte noch. Ihr könnt verstehen, dass sozusagen die Umwandlung einer Form für eure dichte Realität sehr umständlich ist, sehr anstrengend ist, sehr schwierig ist. Und nur die allerwenigsten Wesen können dann tatsächlich sich in so eine Art Dichte begeben, dass dieser Wandel eines physischen Körpers tatsächlich so intensiv stattfindet. Allerdings ist dies möglich. So erscheinen die meisten dieser Wesen für euch eher in feinstofflicheren Ebenen und nehmen Formen an, die ihr eher dann, wie ihr sagen würdet, als Geister wahrnehmt. So würden wir gerne gegenfragen, ob du eine Spezies sozusagen definieren willst, die den kompletten physischen Wechsel sozusagen durchführen kann oder eher in einem feinstofflicheren Bereich. Das ist wahr. Also es ist eine Person. Also eine reale Person. Ihr könnt verstehen, dass auch der Erdenmensch diese Funktion in sich hat und dass es tatsächlich eine Art, wie ihr sie nennen würdet, Schamane, Zauberer gibt, die diese Funktion in dieser Art und Weise tatsächlich durchführen könnte und kann. Allerdings werdet ihr diese Personen in den wenigsten Fällen persönlich antreffen werden in dieser Inkarnation. Somit ist höchstwahrscheinlich, wenn ihr eine Person begegnet und euch erklären will, dass sie dies könnte, nicht der Fall. Und zur Erklärung, also ich habe es gesehen, also es hat circa eine Stunde gedauert und alle paar Sekunden bis Minuten hat jetzt das Wesen oder die Person für mich vom Aussehen, von der Art, von der Gestik, von der Schwingung geändert. Ihr könnt verstehen, dass es Eigenschaften sozusagen gibt, Phänomene. So kann ein Energiefeld sozusagen um euch kreiert werden und sozusagen wie eine Brille als Funktion wirken und viel mehr als
dass diese Person tatsächlich eine andere Form annimmt, ist sie in der Lage, euch eine Brille aufzusetzen, durch die ihr die Realität dann so deutlich, so klar wahrnehmt, wie sie tatsächlich sein kann, aber tatsächlich dahinter diese Art von Transformation nicht physisch tatsächlich so stattgefunden hat. Ist dies verständlich? Ja, danke. Bitteschön. Allerdings nochmal betont, es gibt auch Wesen, die dies tatsächlich umsetzen können. Nun, gerne zur nächsten Frage, zur nächsten Person. Es wird in letzter Zeit gesprochen über diesen Wandel, über diesen Shift, der jetzt besonders stark zu spüren ist. Und mich interessiert da besonders der Teil der menschlichen DNA, die sich laut Angaben einiger Leute jetzt zurzeit verwandelt und aktiviert. Weißt du irgendwas darüber? Sehr wohl. So habt ihr, wie vielleicht schon einige von euch gelesen haben, als Idee mitgespielt haben, eigentlich mehr Stränge, wenn ihr so wollt, als zwei. Allerdings auf feinstofflicheren Ebenen. Und so gehört diese Aktivierung sozusagen genau zu diesen Phänomenen, wie am Anfang beschrieben, dass ihr anfangen könnt, nun mehr Dinge wahrzunehmen als eure fünf klassischen physischen Sinne sozusagen. So werdet ihr weitere Sinne entdecken, einen sechsten, einen siebten und so weiter. Und zum Beispiel auch noch physisch sozusagen mehr zusammenhängen, euer drittes Auge weiter öffnen. Ihr habt ebenso ein drittes Ohr, wenn ihr so wollt. Und ihr habt Fähigkeiten, die weit darüber hinaus reichen, sozusagen, in eurem Potenzial. So könntet ihr tatsächlich dies auch als DNA wahrnehmen. Allerdings könnt ihr verstehen, dass dies auch oft nur eine Übersetzung ist für eure physische Präsenz, für euer physisches Dasein, für euer Gehirn, um einen Sinn daraus zu ziehen, dass ihr euch nun einfach erweitert, euch erinnert. Und der Mensch sucht sehr gerne eine logische Erklärung dafür, wie zum Beispiel die DNA. Ihr könnt verstehen, dass ihr nun tatsächlich auf eurem Erdenball, wenn ihr so wollt, mit dem Lebewesen Gaia in ein neues Areal vorgedrungen seid. So seid ihr kein stationäres Sonnensystem, das sich nicht bewegt. Eure Sonne ist sozusagen wie ein Schiff, das sich bewegt. Und die Erde kreist sozusagen spiralförmig um die Sonne. Und so seid ihr nun tatsächlich in einem komplett neuen Bereich als noch vor 20, 30 Jahren. Hier gibt es neue Teilchen sozusagen, die auch bald ihren Weg in euer Periodensystem zum Beispiel finden, die ihr noch nicht benennen könnt. So sind hier in diesem Areal ganz neue Dinge möglich für euch. Und automatisch aus dieser Perspektive passt sich euer Wesen an dieses neue Umfeld an. Und eine Sichtbarkeit sozusagen dieser Anpassung ist das Aktivieren, wenn ihr so wollt, euer DNA-Potenzial. Beantwortet dies ausreichend deine Frage? Ja, vielen Dank. Bitteschön. Und um dies auch nochmal zurückzuführen, ein voll aktiviertes Wesen in diesem Sinne mit allen, wenn ihr so wollt, 12 potenziellen DNA-Strängen aktiv, wäre in der Lage, sozusagen physisch die Form zu verändern.
Und dieses Potenzial schlummert, wenn ihr so wollt, in allen von euch. Ich habe noch eine kleine Frage. Sehr gerne. Entspricht dein Schiff irgendeiner geometrischen Form, die wir kennen? Es nimmt sehr gerne die Form eines ovalen, wenn ihr so wollt, Ei an. Allerdings ist dieses Schiff tatsächlich passend zu diesen Themen in der Lage, jegliche Form anzunehmen. Allerdings, um sich hier fortzubewegen in eurer Dichte, in eurer Atmosphäre, nimmt es sehr gerne diese Form an oder eine etwas mehr platt gedrücktere Form eines, wenn ihr so wollt, vielleicht Gummieis. So kann es bis hin zu einer Scheibe auch werden. Allerdings auch sehr gerne sozusagen fluktuierend, hin und her gehend, von Ei zur Scheibe und sehr dynamisches Material, wie eben erwähnt, gibt es hier in diesem Bereich sozusagen, wie ihr vielleicht am treffendsten beschreiben könntet, eine Art Plasma, eine Art Element, für das es sehr einfach ist, sozusagen sich anzupassen, wie eine Art aus eurer Perspektive Gummimasse. Und dieses Element wird sehr gerne verwendet, um sozusagen Schiffe entstehen zu lassen. Wobei diese Schiffe auch tatsächlich Lebewesen sind. So wie ihr als Indianer sozusagen Pferde benutzt, organische Transportmittel, benutzen wir Schiffe, die, wenn ihr so wollt, in dem Fall übersetzt Tiere wären. Ich hätte auch noch eine Frage. Sehr gerne. Und zwar habe ich letztens wieder etwas gehört, dass angeblich im Inneren der Erde auch Wesen leben. Und mich würde interessieren, was du davon erzählen kannst und ob das physikalische Wesen sind oder feinstoffliche. Und ob es da spezielle Orte gibt, die so quasi Portale sind in diese Welt, wenn dem so ist. Und ob der Untersberg in Österreich so ein Ort ist, wenn dem so ist. Es gibt beides. Es gibt sehr viele Wesen, wenn ihr so wollt, im Inneren der Erde. Wobei die Innere der Erde in dieser erwähnten, in diesem erwähnten Beispiel nicht tatsächlich im Inneren der Erde ist. Wenn ihr sozusagen physisch nun anfangen würdet zu graben, würdet ihr eher auf Fels stoßen als auf eine innere Erde. Allerdings sozusagen gebt ihr euch die Erlaubnis, in eine Höhle sozusagen zu gehen, die Frequenz so arg zu ändern, dass es den Anschein macht, als geht ihr nun ins Innere der Erde. Wo ihr euch dann tatsächlich befindet, sozusagen ist im Inneren der Erde, allerdings auf einem anderen Frequenzband, wenn ihr so wollt. Allerdings ist dieses Band sehr nahe und so gibt es dort auch noch physische Wesen. Allerdings nicht in diesem Sinne so dicht wie hier. Wenn diese Wesen allerdings durch dieses Portal gehen und an die Erdoberfläche kommen, werden sie genauso dicht wie ihr es seid. So gibt es viele Eingänge sozusagen, viele Erlaubnisscheine sozusagen, einer Höhle sozusagen, in diesem Spiel eines Einganges in die innere Erde. Und sehr wohl am Untersberg ist es sehr schnell möglich, sozusagen dieses Spiel der inneren Erde zu spielen, einen Shift herbeizubringen.
einen Wechsel sozusagen von einer Welt in die andere. Allerdings, wie erwähnt, sind das Spiele, Erlaubnisse, die euch selber gebt als Mensch, und um ins Innere der Erde zu reisen, könntet ihr, wenn ihr so wollt, auch einfach euch hin meditieren, wenn ihr so wollt, euch hin teleportieren. Ihr müsst dafür keinen Eingang im Sinne einer Höhle benutzen. Im sozusagen klassischen Fall in eurer Vergangenheit war dies besser möglich, sozusagen schneller möglich, im Sinne einer Höhle dorthin zu kommen. Allerdings nun erhöht ihr eure Frequenz so dermaßen schnell, dass ihr sozusagen diese Teleportation nicht unbedingt durch eine Höhle machen müsst. Und so ist es auch möglich, sozusagen nun verschiedenste Eingänge zu benutzen, wenn ihr so wollt, und an anderen Orten sozusagen der inneren Erde dieses Bewusstseinsbereich aufzutauchen. So ist nicht mehr so klar definiert, wenn ihr hier zum Beispiel in Österreich am Untersberg einsteigt, dass ihr genau dort und dort rauskommen werdet. Dies wird immer flexibler sozusagen, immer offener. So wird die innere Erde sozusagen auch ein sehr viel dynamischeres Feld, als sie es in der Vergangenheit war. Ist dies soweit verständlich? Ja, vielen Dank. Was mich nur interessiert, wenn diese Wesen auf die Erde kommen zu uns und dann eine dichtere Gestalt annehmen, schauen die dann so aus wie wir oder schauen die anders aus? Es gibt humanoide Erdenmenschen in diesem Sinne, die diesen Bereich momentan bewohnen und dann tatsächlich euch ähnlich wären und auch sind. Und da wir diesen Bewusstseinswandel gerade erleben, interessieren sich die wahrscheinlich jetzt auch mehr, hier heraufzukommen, oder? Immer mehr, sehr wohl. Allerdings oft noch sehr unterschiedlich in ihren Vorstellungen über Leben und Dasein. So ist das Interesse aus dieser Perspektive noch nicht sehr groß, allerdings stark gewachsen, wenn ihr so wollt. Dankeschön. Bitteschön, sehr gerne. Ich hätte auch noch eine Frage. Hallo, ich grüße dich. Mit wem spreche ich nun? Mit Ricky Fuchs. Ricky Fuchs. Hallo. Hallo. Meine Frage, es gibt eine Pflanze, die heißt Ayahuasca. Und die hat im Kolumbianischen den Namen Yahe, was irgendwie sehr ähnlich ist wie Yahiel. Gibt es da einen Bezug zueinander? Ihr könnt verstehen, dass wir sehr gerne Namen annehmen, die verbunden sind mit Pflanzen auf eurem Planeten, mit der Idee einer Blume, einer Frucht und so weiter. Gerade die Idee sozusagen der hybriden Kinder, die sehr gerne dann diese Namen annehmen. So gibt es Parallelen zwischen sozusagen Yahi und Yael. So ist
diese Pflanze sozusagen auch, wenn wir dies betrachten wollen, durch diese Perspektive auf einem höheren Frequenzbereich und ihre physische Manifestation sozusagen wäre die, in der sie auftaucht. So gibt es die Idee, dass auch Yael sozusagen ein Begriff ist, der in einer höheren Frequenzebene liegt und hat durchaus eine Verbindung zu eurer Mutter Erde, zu der Natur. Dies ist allerdings nicht sozusagen der einzige Referenzpunkt. Es gibt weitere Verbindungen, auf die dieser Name hinabzielt. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Spielen bewusstseinsverändernde Pflanzen in eurer Gesellschaft eine Rolle? Nicht in der gleichen Form wie bei euch. Wenn wir sozusagen auf eine Reise gehen wollen, in das Bewusstsein eintauchen wollen und synchronisieren wollen von einer Pflanze, so tun wir dies lediglich ebenso mit Telepathie. So wird diese Pflanze, wenn ihr so wollt, nicht verletzt, nicht herausgerissen, nicht verspeist, nicht umgewandelt, sondern lediglich das Beobachten dieser Pflanze, das eventuell Riechen dieser Pflanze, das bewusste Verbinden dieser Pflanze, erlaubt es uns sozusagen zusammen auf eine Reise zu gehen. So müssen wir lediglich unseren Fokus sozusagen sehr stark fokussieren auf dieses Lebewesen, sei es eine Pflanze oder auch ein Tier. Und so können wir sozusagen eine Symbiose, eine temporäre kreieren, eine Bewusstseinsblase, in dem sich unsere sozusagen Bewusstseinsfelder, Ideen vermischen und wir dann als duales Bewusstsein, sozusagen durch zwei entstandenes Bewusstsein, neues Einheitsbewusstsein auf Reisen gehen können. Und sehr gerne benutzen wir, wie auch ihr, vermehrt die Pflanzenwelt, um dies zu tun. Sozusagen tagtäglich gehen wir auf Reisen mit unserer Pflanzenwelt. Und wir haben so viel Vertrauen sozusagen, dass auf diesen Reisen wir wieder zurückfinden sozusagen in unsere Körper, in unsere Yael-Existenz, dass wir sehr intensiv reisen können mit diesen Hilfsmitteln sozusagen. So erleben wir sozusagen die wildesten Abenteuer. Und auf diesen Abenteuern haben wir komplett vergessen, dass wir eigentlich Yael sind, sozusagen. Deshalb ist es auch oft für uns sehr schwierig, sozusagen eine Lebzeit sozusagen abzuschätzen, umzuwandeln, da wir so präsent sind in diesen Momenten, so unglaublich weit reisen, so unglaublich den Sinn verlieren für diese sozusagen Ideen einer linearen Zeit, dass wir unglaublich tolle Dinge erfahren während diesen Reisen. Und ebenso zum Beispiel, wie auch erwähnt, der Traumzustand, der für uns immer fließend ist. So zum Beispiel schließen wir die Augen, wenn es dämmert sozusagen, wenn es dunkel wird, und wir hören zu unserer Natur. Und auf einmal werden wir dann, wenn ihr so wollt, umgewandelt zu dieser Grille, die wir dort hören. Und sie nimmt uns mit auf ihre Reise sozusagen, was sie dann über Nacht erlebt. Und so gibt es nie sozusagen für uns diesen, wenn ihr so wollt, Blackout. Wir sind ständig präsent mit unserer Umgebung, mit dem, wer wir sind. So gibt es für uns physisch noch das Phänomen eines Schlafens, allerdings vom Bewusstsein her sind wir ausschließlich präsent.
beantworte dies ausreichend, eine Frage. Ja, super. Du kleiner Fuchs. Ja, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Du hast immer wieder gesagt, dass ihr so eine neugierige Spezies seid, oder? Sehr neugierig. Und dieses Wort löst bei mir etwas aus, und zwar, ich habe in den letzten Jahren dann beobachtet, dass sich meine Neugier kontinuierlich seit meiner Kindheit nach und nach verloren habe und gleichzeitig damit auch mein Geruchssinn. Ich rieche was gar nicht. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich meine Neugier wieder einladen könnte und meinen Geruchssinn vielleicht auch? Es gibt in diesem Moment, gerade jetzt, nichts sozusagen Neues, was dich interessiert so stark, dass du danach gieren würdest. Das Gefühl von im Jetzt sein und in einer gewissen Ruhe sein, in einer gewissen Stille zu sein, überwiegt das Gefühl von Neugier. Also das flammt immer ganz kurz auf, so ich höre was Neues. Das flammt kurz auf, so ein Gefühl von eigentlich Desire, das möchte ich erfahren, aber dann wird es gleich wieder übernommen von seiner ich bin im Hier und ich bin im Jetzt und ich bin ruhig und da ist kein Bedürfnis, danach irgendwas zu erfahren. Ist dir klar, dass noch sehr viele Erdenmenschen, wenn du ihnen erzählst, dass du mit einem Außerirdischen gesprochen hast, dich für total verrückt erklären werden? Ja. Somit brauchst du aus unserer Perspektive sehr viel Neugier, um überhaupt in diesen Moment gerade zu kommen. So könntest du dir überlegen, sozusagen, versuchen neu zu definieren, was Neugier überhaupt für dich bedeutet. So hast du es mit sozusagen einem Desire gleichgesetzt. Du könntest aus unserer Perspektive heute nicht hier sein, wenn du nicht ein unglaubliches Desire in diesem Sinne hättest, eine unglaubliche Neugier. Nicht sehr viele Menschen zu diesem Zeitpunkt begeben sich in so eine Situation. So ist diese Neugier aus unserer Perspektive definitiv bei dir noch vorhanden und ebenso dein Geruchssinn. Tatsächlich gerade präsent. Allerdings müssen irgendwo Glauben liegen in dir, bewusst sich abspielende Mechanismen, die dir verbieten, dies auch hier und jetzt spüren zu lassen. So kannst du dir sicher sein, dass dein Geruchssinn nicht für immer zerstört ist oder deine Neugier verschwunden, sondern dass sie lediglich im Moment nicht zugänglich ist für dich. Und hier könntest du versuchen, sozusagen loszulegen. Was ist der Glaube, sozusagen, der mich davon abhält, meinen Geruchssinn im Hier und Jetzt zu spüren, riechen zu können? Fällt dir dazu etwas ein? Warum würdest du dir nicht erlauben wollen zu riechen? Was könnte der Grund sein? Vielleicht ein Gefühl von Überforderung. Weil nichts riechen zu können, bedeutet, dass man hat einfach weniger Reize von außen und kann irgendwie
ruhiger sein und weniger abgelenkt sein und nicht irritiert sein. Aber gleichzeitig habe ich einfach in letzter Zeit sehr viel Zeit mit einem kleinen Hund verbracht. Und dieser kleine Hund, das ist so ein neugieriges kleines Wesen und das beschnuppert einfach alles. Und ich finde, das ist ich habe so eine Faszination dafür und habe das deswegen für mich übersetzt, dass mein Geruchssinn und meine Neugier einfach, weil ich beschnuppere einfach nicht jeden und alles, aber ich würde es mir mehr wünschen. Dann wünsche es dir. Und verstehe, dass du ein inneres Recht sozusagen hast, so verrückt zu sein und so anders wie vielleicht dein Umfeld. So kannst du dir sehr gerne erlauben, sozusagen mehr riechen zu wollen. Eine sozusagen ein Hilfsmittel, das wir dir gerne noch auf den Weg geben wollen, ist nicht nur deine Glauben zu untersuchen und sozusagen deine Blockaden von etwas, was nicht verschwunden ist, sondern immer noch vorhanden ist, ist das Bewusste, wie wir es auch praktiziert haben, einatmen. Sozusagen dich in einen Ort zu begeben, indem du spürst für dich, dass hier der Sauerstoff sozusagen etwas, einen höheren Gehalt hat, wenn ihr so wollt, als eins in einer Großstadt, und dort ganz bewusst Atemzüge nimmst, die dein komplettes Wesen auffüllen. Sehr bewusst bis tief in den Bauch einatmen und sehr bewusst die Luft ganz bis zum Ende herauspressen. Ihr könnt verstehen, dass die simpelsten Methoden wie Luft oder Wasser in sich die Funktion haben, euch komplett einmal zu reinigen. Und viele eurer Sinne, eurer Probleme verschwinden tatsächlich ganz von alleine, indem ihr euch mehr wieder verbindet mit eurer Natur. In einer Großstadt, wenn ihr so wollt, seid ihr aus unserer Perspektive etwas entfremdet sozusagen von eurem mehr pureren, tatsächlicheren Sein. Und so gibt es die Idee bei euch, diese Zustände mit Medikamenten zum Beispiel zu heilen. Aus unserer Perspektive lediglich alles, was ihr tun müsst, ist zu verstehen, dass ihr euer Körper ist aus dieser Mutter Erde entstanden. Und alles, was sie braucht, um jegliche Art von Blockade zu lösen, ist in der Regel einfach sozusagen eine Rückverbindung an den Ort, von dem ihr tatsächlich stammt. So ist dies noch eine Empfehlung an uns, von mir, an dich. Etwas Abstand zu nehmen, tief durchzuatmen, zu entspannen und darauf zu vertrauen, dass dieser Geruchssinn und diese Neugier bereits existent sind, nur gerade etwas schwierig zugänglich. Mhm. Danke. Bitteschön. Eine weitere Frage hat sich noch angedeutet. Ja, Markus, hallo. Hallo, ich grüße dich. Shivai. Shivai. Ich habe gar keine Frage. Ich möchte mich nur bei dir bedanken. Und
das ist es auch schon. Danke. Bitte schön. Und ebenso ein Riesen Dankeschön an dich. Wir sind von der Zeit her langsam in der Region. Deswegen würde ich jetzt fragen, ob jemand von euch noch was sagen möchte oder was fragen möchte an dieser Stelle. Und sonst das Schlusswort an den Markus übergeben. Take your chance. Ich habe wirklich in der Tat noch eine Frage. Markus. Hallo. Hallo. Nämlich, wir haben vorher gesprochen, wie ihr euch fortpflanzt. Und ich habe noch eine weitere Frage, nämlich, wie ihr das auswählt, mit wem ihr Leben zeugt. Und ob ihr, wenn ihr Familie gründet, sage ich jetzt mal, mit einer Person quasi mehrere Kinder oder auch mit verschiedenen Menschen, Personen Kinder zeugt und dann trotzdem eine Familie ist oder Familie nennt. Versteht ihr, was ich meine? Im Sinne einer mehr Polygamen. Genau, ja. Ein Beziehungsgeflecht. Ja, so nennen wir es, ja. Sehr wohl ist dies, wenn ihr so wollt, sehr viel mehr vorhanden als bei euch auf eurem Planeten. Okay. Es gibt keine 10 Gebote oder Ähnliches, die uns davon abhalten, unserer Neugier und Emotion zu folgen. Aha. So kann es sehr wohl passieren und in der Tat sehr viel häufiger als auf eurem Planeten, auch in einer festen Beziehung, wenn ihr so wollt, mehrere Partner zu haben. Da allerdings die Anzahl sozusagen von Nachkommen sich auf eine geringere Zahl beruht, ist es dennoch äußerst selten, dass wir Kinder zeugen mit mehr als einem Partner. Mhm. Und diese Kinder hängen auch oft nahe aneinander. So ist der Prozess sozusagen von Nachkommen generieren etwas, was sich üblicherweise in einem kürzeren Zeitraum beruft als einem längeren. Das heißt sozusagen, dein Bruder und deine Schwester sind jetzt vom Alter her nicht so groß auseinander. Genau. Allerdings, natürlich gibt es auch sozusagen sehr glückliche Familien und Konstellationen sozusagen, in dem ein wildes Durcheinander herrscht. Und Kinder kreiert wurden in diesem Sinne mit anderen Partnern und diese allerdings in totaler Liebe und Akzeptanz miteinander leben. Ihr könnt verstehen, dass Gefühle für uns, wie ihr sie bezeichnet, als Eifersucht nicht existieren. Und wenn tatsächlich in dieser Idee sich unser Partner für jemand anderes sozusagen interessiert auf sexueller Basis, dann fühlen wir tatsächlich durch die andere Person, wie es zu diesem Akt kommt und während dieser Akt ausgeführt wird, als wären wir zusammen sozusagen in dem anderen Körper. So könnt ihr verstehen, dass es uns für uns äußerst schwer ist, uns individuell so stark wahrzunehmen. Und wenn ein Partner das Verlangen hat, mit einer anderen physischen Person in diesem Sinne zu schlafen, so spüren wir dies ebenso. Mhm. Und dies ist eine Bereicherung in allen denkbaren Bereichen. Und wie nennt ihr das dann? Beziehung?
Es habt gibt, ihr dafür andere Wörter oder verwendet ihr selber Wörter? Wenn ihr so wollt, es gibt auch monogame Beziehungen auf unserem Planeten, sehr wohl. Ein Partner für das ganze Leben. Und übersetzt in eure Sprache benutzen wir dieselben Worte sozusagen. Wir haben sehr wenig Definitionen. Und unsere Sprache ist mehr ein Musikstück, ein Laut. Ihr könntet vielleicht sagen, wie Vögel, die miteinander kommunizieren. Ein Gezwitscher, ein Gesumme. Viel mehr als eine fein definierte, abgehackte Sprache. Und wir benutzen auch in der Regel sehr selten sozusagen unseren Mund, um zu kommunizieren. Dies findet mehr statt in einer gedanklichen, mentalen Ebene. Ja, vielen Dank, Markus. Ich spüre wirklich tiefe Dankbarkeit für alle die Fragen, die du beantwortet hast. Danke. Bitte schön, sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, eine der Ideen dieser Tour sozusagen, dieses Präsentsein, dieses Kanales hier, ist die Bekanntmachung unserer Zivilisation für euch in dieser für euch anscheinend sehr angenehmen Art und Weise einer Kanalisation. So kreiert ihr noch lieber einen Mensch, einen physischen Körper, der hier sitzt und zu euch redet, als dass tatsächlich ich hier sitzen würde. Dies ist für mich genauso spannend und faszinierend und interessant, als wenn ich selber hier physisch auftauchen würde oder mich mit euch in euren Köpfen unterhalten würde. So ist tatsächlich unsere Neugier, wie erwähnt, unser Interesse im Moment sehr stark fokussiert auf das Austauschen unserer Zivilisation mit eurer und diese verständlich zu machen in eurer menschlichen Sprache. So eignet sich diese Art von Kommunikation sehr gut. Vielleicht hätten wir einen unglaublich starken Akzent, den ihr überhaupt nicht verstehen würdet, wenn wir versuchen würden, durch unseren Mund mit euch zu sprechen. Somit liegt dieser Dank und diese Dankbarkeit ebenso bei uns tatsächlich ganz tief in uns drin. Hat euer lineares Zeitgefüge noch ein paar Minuten oder soll die Sitzung nun zu Ende gehen? Wenn es noch wichtige Fragen gibt, dann bitte stellt sie. Für Fragen sozusagen würden wir nun tatsächlich beenden. Allerdings zum Abschied würden wir sehr gerne noch einmal in ein kollektives Feld kommen. Und so bitten wir euch noch einmal, euch zu sammeln, eure Augen zu schließen, tief einzuatmen. Und dann können wir zusammen noch einmal ein wildes Durcheinander kreieren. Und jeder kann frei nach Lust und Laune einen Ton dazugeben in ein kollektives Feld hier. So beginne ich mit einem Ton und ihr könnt einfach dazu stoßen.
Somit verlassen wir nun dieses co-kreierte Energiefeld. Wir, die Yael und ich, Markus, Samu, LLI. Vielen lieben Dank für eure Ohren, für euer Zuhören, für euer Präsentsein, für euren Mut, für eure vielleicht Begeisterung, für euer Zuhören, für euer Aufnehmen, für euer Präsentsein in diesem Moment, in dieser Co-Kreation. Noch einmal sehr gerne von mir betonen, ihr könnt diese Konversation tatsächlich in eurem eigenen Kopf, in eurem eigenen Wesen führen, ohne diese Art einer Kanalisation. Dies ist nicht allzu schwierig. Ihr braucht lediglich das Vertrauen, sozusagen, dass dies tatsächlich möglich ist, dass dies tatsächlich existiert für jeden Einzelnen von euch. Und somit hoffentlich auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.